Sie gehen gerne auch mal raus auf die Straße oder in die Einkaufspassage. Die drei Frauen vom Seniorenbüro arbeiten eigentlich im Rathaus. Dort helfen sie allen Senioren, die sich mit dem ganzen Behördenkram überfordert fühlen. Heute aber werben Susanne Borkert und ihre Kolleginnen für ihre Arbeit. Bis jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass das sehr gut ankommt. Wir finden jetzt dann keine tiefgreifenden Gespräche, aber durch den Kontakt melden die Leute sich schon oft bei uns und sind dann angeregt. Das kommt ganz gut an. Langenfeld hat knapp 60.000 Einwohner. Anzahl der Älteren stetig steigend. Die Stadt hat das früh erkannt und versucht, ihre Familien- und Seniorenpolitik danach auszurichten. Wir sind mit Sicherheit unserem damaligen Ziel, das damals ja wie gesagt war, Lebensbedingungen zu schaffen, dass die Senioren hier gerne wohnen bleiben möchten und auch gerne hier wohnen, mit Sicherheit näher gekommen. Dem sind wir deshalb näher gekommen, dass wir die Senioren von Anfang an mit einbezogen haben. Netzwerkarbeit. Regelmäßig treffen sich die Vertreter der Kooperationspartner und Engagierte im Stadtteil. Die hauptamtliche Koordinatorin ist immer mit am Tisch. Sie organisiert die Treffen und hat immer ein offenes Ohr für Anregungen. Ich finde es ganz fantastisch, wie viel Energie und wie viel Fantasie in unseren Bürgern schlummert. Und wenn man da so ein bisschen die Möglichkeit gibt, dass man mal spinnen kann oder andere zusammenbringt, was da einfach für tolle Dinge draus entstehen. Der demografische Wandel stellt Langenfeld, so wie viele andere Städte auch, vor große Herausforderungen. Ob in der Senioren- oder in der Familienarbeit, es muss sich etwas tun. Die Langenfelder nehmen die Aufgabe an und engagieren sich. Es werden immer mehr, man muss auch gar nicht dafür noch werben, es werden immer mehr Menschen, die mitmachen, es werden immer mehr Menschen, die fragen, kann ich mitmachen? Und das kommt irgendwo selten vor. Und das ist das Schöne hier an dem Prozess zu sehen, es wächst. Aber Herrn Ungeheuers Tatzen drückte noch immer gegen die Tür. Die Lesepaten zum Beispiel, ein Projekt der AWO mit über 20 Ehrenamtlichen. Die Linde Kampe und Dagmar van Endert drücken wieder die Schulbank. Sie lassen sich jede Woche etwas von ihren Grundschülern vorlesen, helfen beim Lesen und Sprechen. Die Kinder zu erleben, die sind ja auch so nett und spontan und erzählen auch schon mal so von sich, aus ihrem Alltag und sowas, ne? Und da ich selber leider keine Enkelkinder habe, lasse ich mir dann gerne von anderen Kindern auch mal was erzählen, ne? Guten Tag. Guten Tag. Frau Ulrich. Der I-Punkt, eine Infostelle für Senioren. Zwei gibt es bereits, ermöglicht durch Kooperationen mit AWO und der Caritas. Der Informationspunkt ist eine Anlaufstelle für Senioren, die Hilfe in Alltagsfragen benötigen. Ehrenamtliche, sogenannte Senioren-Scouts, helfen weiter. Der I-Punkt, ein weiterer Baustein im Netzwerk. Hier laufen alle Angebote für Senioren, die es in der Stadt gibt, zusammen, egal von welchem Anbieter. Im Mittelpunkt steht immer die Idee, das Wohnen im Stadtteil lange möglich zu machen. Wir möchten in den Quartieren in Langenfeld, das sind bei uns die Stadtteile, zusammen mit den älteren Menschen und aber auch mit eigentlich allen Bürgerinnen und Bürgern schauen, was muss in diesen Stadtteilen noch geschehen, damit dieser Wunsch, ich möchte zu Hause bleiben, auch realisiert werden kann. Zusammen singen zum Beispiel. Ohrwurmalarm 70+ nennt Luise Pawlowski diesen Chor. Vor einem Jahr hatte sie die Idee, gemeinsam mit den Senioren in der AWO-Begegnungsstätte zu singen. Mittlerweile ist daraus eine feste Institution geworden. Das ist ja wirklich ein Schatz, ein Liederschatz, den jeder Mensch hat, und das ist ja unglaublich viel. Und wenn wir jetzt, die alten Schlager, die sind einfach auch schön am Tag, als der Regen kam, ja, sowas. Oder Tulpen aus Amsterdam, das sind Lieder, die darf man nicht in der Schublade verstauben lassen. Sie kümmern sich um die ganzen Schätzchen, die ansonsten auf dem Müll landen würden. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Reparaturcafés haben ein Herz für kaputte Dinge. Ob Kinder oder Erwachsene, an manchen Tagen kommen an die 60 Hilfesuchende hierher. In den meisten Fällen kann ihnen geholfen werden. Wir haben hier 18 Spezialisten, die wirklich in der Lage sind, sich zumindest jedes
kaputte Teil einmal anzuschauen, ob es zu reparieren ist. Wir können nicht alles reparieren, aber die Masse, ich sag mal 80%, können wir reparieren. Und es macht auch den Reparateuren sehr viel Spaß. Zum Teil müssen wir sie bremsen, weil sie Sachen mit nach Hause nehmen. Klar, sie haben Spaß daran, kaputte Dinge wieder heil zu machen. Aber vor allem ist es das regelmäßige Treffen, der Austausch untereinander, der sie lockt. So wie bei vielen anderen Projekten. Ohne das freiwillige Engagement und den Spaß daran würde nicht viel laufen. Das ist das A und O. Also ich sag mal, eine Stadtverwaltung oder ein Rat einer Stadt, der kann Rahmenbedingungen setzen. Der kann vielleicht auch ein paar Fixpunkte setzen. Der kann vielleicht immer mal wieder der Motor sein, also neue Ideen vielleicht mit anstoßen. Aber gelebt werden muss das in der Bevölkerung, muss das durch den Bürger. Etwas gemeinsam auf die Beine stellen mit den Menschen vor Ort. Hilfe bekommen, gebraucht werden, mitentscheiden. So lässt es sich gut leben in Langenfeld.